Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Spiele und heute ist dran, ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht, ich versuche es einfach, George Foremans K.O. Boxing. Mal schauen, mir kommt das Cover irgendwie bekannt vor, aber ich glaube, ich kenne es am Super Nintendo, ich weiß es nicht. Mal schauen, ich bin gespannt. Auf jeden Fall am NES habe ich es mit Sicherheit noch nie gespielt. Mal sehen, was da auf mich zukommt. So. Das Cover ist ja schon mal ziemlich lässig. Der Typ hat gutes Selbstvertrauen. Tja. One Player, Two Player. Kann man anscheinend auch zu zweit spielen. Ich spiele es natürlich alleine. So. Was haben wir denn hier? 43 ist der. Oh, dafür ist der in gutem Zustand, der Mann. Gut. Geht schon los. Oh, gegen einen Jungspund. Er ist 24. George Foreman gegen Lorenzo. Bullet. Uiuiuiui. Da schießen die Fäuste raus wie aus der Kanone. So. Okay. Ausweichen, ausweichen. Hauen, hauen. Ja, okay. Rechtzeitig hauen. Und aha. Bringt Button Smashen was? Ich weiß nicht. Uah. Jetzt hat er mir einen voll auf die Glocke gegeben, der Mann. Muss ich jetzt irgendwas drücken? Ich drücke mal einfach Button Smashen. Ich smash eh schon. Das war's. Erste Runde. Echt jetzt? Bin ich so schlecht? Der ist ganz schön deprimiert, der braucht eine Psychotherapie. Game over. Game over in 2 Minuten, Leute. Das ist ja Wahnsinn. Okay, das kann ich besser. Game over in 2 Minuten. Ich weiß es nicht. Und in 2 Minuten habe ich 2 Minuten nur Blödsinn gequatscht. Ja, okay. Run, run. Die überstehe ich jetzt. Immer schön ausweichen. Links, rechts, links, also ausgewichen. Und schön einschränken. Wieso bin ich schon wieder K.O.? 1 Minute 36 und ich bin K.O.? Alter, ich mache was falsch. Ja, Boxen war nie meins. Wieder Videospielen auch in echt. Also da irgendjemandem gegenüber stehen in echt und den ins Gesicht schlagen, das finde ich einfach falsch. Tut mir leid, das finde ich einfach falsch. Im Videospiel geht es ja noch, aber in echt finde ich das einfach falsch. Wobei ich habe einen Freund, der boxt oder hart geboxt und war da gar nicht mehr so schlecht drinnen, aber ich habe das nicht verstanden, warum man das machen sollte. Ja, jetzt einfach mal an dich drauf. Links, immer zweimal rechts, einmal links. Saß er sich aus, kommt zurück und ich gebe ihm wieder, schenke ihm wieder ordentlich ein. Warum bin ich jetzt K.O.? Ich treffe ihn doch sicher genauso oft wie er mich. Versteh's nicht. Was mache ich falsch, Leute? Kommentare bitte, ich will wissen, was ich falsch mache. Bin schon wieder hin. 1 Minute 57, ich bin ein bisschen länger durchgehalten diesmal. Wie sich der Macho-mäßig da aufführt da? Naja, ist ja auch ein bisschen ein Macho-Sport, oder? Oh, sehr deprimierend, furchtbares Bild, ja. Ja, spielerisch. Sie hat ihm nichts erklärt. Ja, okay, das war damals so. Ist klar. Aber... ich bin nicht so sicher, wie ich da... Ah, das ist die Zeit, die abläuft unten, bis die Runde vorbei ist.
Ah, wieso kann der das manchmal? So kann ich das nicht mit beiden. Eine Minute 13. Komm, steh auf, ruf, steh. Normalerweise stimmt doch wieder auf, oder? Aber nicht mal die erste Runde, come on. Was geht schief? Okay. Mal die Tasten durchchecken, vielleicht bringt es echt leckt irgendwas. Mir ausweichen. Ich ziehe ihm viel weniger Energie ab als ich. Sieh mir dieser Wucht. Na, bin ich's. 1 Minute 13 schon wieder. Ja, ich weiß nicht, wie ich blocken kann. Ich habe noch hinten drücken, nach vor drücken und nur links und rechts, aber das. Ja, jetzt super. Tolle, tolle Sache. Super. Meiner ist wieder deprimiert. Also, muss doch eine Runde durchhalten, das muss doch irgendwie drin sein. Er geht ja nicht in Deckung, meine irgendwie. Ganz schlecht, noch schlechter. Jetzt habe ich versucht, mehr zu blocken. Man kann immer so kurz zurückblocken, aber es bringt kaum irgendwas. Ich finde es jetzt auch nicht irgendwie nicht gut. Ich habe keine Ahnung von Boxen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es eine gute Simulation ist. Ja, der ist immer die gleiche Super-Animation. Ja. Der einzige, der hier K.O. geboxt wird, bin ich. 3 Minuten habe ich noch. Gut. Geht noch mindestens einmal sterben aus. So. Wenn ich hier einfach nach vor einfach aktiv smashe, einfach nur ein Button. Ich drücke einfach ganz wild nur Buttons. Wie in ihrer irgendwas. Keiner kann es vorhersehen. Noch schneller hin. Okay. Ich achte jetzt mal mehr auf die Anzeigen da, die da hinten sind. Vielleicht bringt mich das irgendwie weiter im Leben. So. So, da, ich habe da unten 3 Minuten die Anzeige. Ich komme da, komm, durch die Verteidigung. Ah, so geht's ganz gut. Decken, hauen, decken, hauen. Ausweichen, hauen. Ja, jetzt habe ich eh geblockt und da zieht mir trotzdem so viel ab. Das verstehe ich nicht. Es ist einfach unmöglich. Ja, aber immer in 1 Minute 10 nur noch. Komm, steh auf, ich habe nicht Zeitbox. Was ist das Zeitbox-Handzeichen da unten? Keine Ahnung. Entschuldigung, ich muss husten. Runde, letzte Runde, Leute. Letzte Runde, Leute. Sagt mir bitte in den Kommentaren, was ich falsch mache. Bitte. Was muss ich tun, um hier auszuweichen? Ich kann irgendwie nicht gescheit blocken und ich richte kaum Schaden an. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ah.
Wieso kann er das? Wieso kann ich das vor allem nicht? Diesen Superschlag. Ah, ja, immer Dina. Aber macht er den immer zur gleichen Zeit? Immer so bei 1,11 macht er den, kommt mir vor, oder? Macht er das, wenn... Ah, oder ist das der Finishing Move? Wenn ich eh keine Energie mehr habe? Hm. Egal, 10 Minuten nur, ich will es nochmal wissen. Ich will es echt nochmal wissen. Wieso? Wieso geht's nicht? Was ist der Fehler? Ich werde jetzt auch nicht mehr drauf kommen, aber. Das beschäftigt mich schon ein bisschen. So, komm. Was ist das jetzt für ein... Und jetzt holt er aus und es bringt nichts. Ah, okay. Ich glaube, da könnte ich einen Supermove einsetzen, wenn ich diese Tüdelü bekomme. Dann könnte ich einmal diesen Supermove einsetzen, aber ich weiß nicht, wie das geht. Ich habe A, B versucht. Vielleicht müsste ich das Select nochmal probieren an der Stelle. Keine Ahnung. Aber ich lasse es jetzt auch. Also ich finde es jetzt nicht so. Es reizt mich, weil ich es nicht schaffe, aber irgendwie finde ich es auch doof. Also ich glaube, da gibt es bessere Boxspiele am NES. Ich habe jetzt noch kein anderes gespielt. Ich glaube, das ist das erste Boxspiel jetzt im NES. Aber ich weiß, es gibt noch ein paar andere. Ja, mal schauen. Also das hier kann ich jetzt echt nur bedingt empfehlen. Vielleicht ist es ganz witzig, wenn man weiß, wie es geht. Ich weiß es jedenfalls nicht und ich werde es auch nicht mehr rausfinden. Tja. Ich sage danke fürs Zuschauen. Da unten könnt ihr abonnieren, da drüben könnt ihr gleich weiterschauen. Und dann gebt mir bitte einen Daumen hoch, dann freue ich mich ganz toll. Und worüber ich mich noch mehr freue, sind Kommentare von euch. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao, Leute.